Und da sind wir wieder, meine Freunde, hier im Gundabadberg. Wir müssen jetzt hier den Zwergen helfen und setzen mal unsere Reise fort. Und wir setzen uns jetzt mal hier gegen den Bogenschützen durch. Sehr gut. Hä? Alter, wer war hier? Keine Ahnung. So, wo müssen wir jetzt hier lang? Hier lang geht es auf jeden Fall nicht. Hm? Hier unten auch nicht. Hier hoch müssen wir. Okay. Alter Farben, verpiss dich. So. Ich habe die zwei Niederlagen noch nicht ganz verdaut, wie ihr merkt. Mir geht's immer noch kacke. Und jetzt müssen wir uns hier gegenüber die Bogenschützen durchsetzen. Oh ja, das wird spaßig. Auf jeden Fall könnte Andriel mal ihr Schild machen. Boah, ein Schuss, sehr guter Treffer hier. Wo ist der letzte da unten? Jawohl. Okay. Waren eigentlich alle, oder? Nee. Da oben sind noch welche. Gut, jetzt schon. Okay, da werden wir uns dann mal hier ganz geschickt weiter langhangeln und den Weg folgen hier. Cool gemacht. Wirklich, sieht schön aus. Grafisch geile Gegend. Und hier wieder ein Goblin anscheinend. Ja, na egal. Weiter geht's. So. Ui, wo kommen wir denn jetzt hier hin? Ne. Da lang müssen wir. Ich finde auf jeden Fall, ist hier bis jetzt die schönste Mission von der Grafik her und der Aufregung. Das sieht wirklich aus wie im Hobbit, wo die flüchten. Ne? Erinnert mich jedenfalls stark an die Szene und jetzt speichert das Spiel. Anscheinend passiert jetzt irgendwas Erstaunliches und wir müssen hier lang. Ah, okay, ich wäre fast weiter runter gesprungen. Das wäre nicht so gut gewesen. Aber schaut euch das an, Alter. Das ist ein Berg, oder? Die ehemalige Zwergenstadt. Einfach hier vernichtet und umgebaut. Da standen die Bogenschützen. Und jetzt kommt hier noch ein Goblin. Kam ein Goblin. Und jetzt geht's hier weiter. Geht's hier rechts lang? Ja. Ah, ich gehe trotzdem mal hier gucken, ne? Vielleicht geht es ja auch erstmal hier lang. Ne, hier unten finden wir noch Pfeile. Und ja, nichts Nützliches. Okay, also doch hier hinten geht's weiter. Mal gucken. Hier ist eine Truhe. Vielleicht finden wir jetzt mal ein Schwert. Nein, immer noch nicht. Aber ein Talisman, was bringt der uns? Ah, können wir auch noch nicht benutzen. 22 Wille. Nächste Level, Jungs. Weiter geht's. Werden wir jetzt bald mal den Zwergen, die Zwerge sehen? Oder wir kaufen erstmal. Verkaufen 40, 313, 376. Wie viel hat die? Nee, die kommt raus schon mal. Die auch. 77 und die hat 83. Okay. Schwerter. Wird langsam richtig knapp hier, da irgendwie alle meine Schwerter beschädigt sind. Schuhe haben wir neue. Alter, die sind so schlecht. Okay. Ja. Hat doch ein bisschen was gebracht, haben wir schon recht viel hier. Geld zusammengetrieben. Nix. Ich bin Schwert. Was war das? Sinnlos. Mann, die ist geil. Auf jeden Fall. Nützlich, der Bogen nicht besser. Also für Farin gab es ja schöne Dinge, aber für mich eher nicht. Deswegen machen wir einfach mal weiter. Oder bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als uns hier in die Schlacht zu stürzen. Oh Mann, wenn ich die Goblins schon wieder sehe, habe ich ein ungutes Gefühl.
versucht ihn mal hier von der Mauer zu schießen. Und da kommt der erste, der zweite. Oh Mann, sehr gut. Jawohl, läuft doch. Ich habe zwar nur noch 19 Pfeile. Wird Zeit, dass ich mal die Specials mache. Aber da müssen wir erstmal hier aus Gundabadberg zurück sein. Obwohl, ich könnte eigentlich nach Bruchtal reisen, aber egal. Ach nee, nicht schon wieder ein Troll. Oh. Weißt du, ich spiele hier eine Session. Verdammt, keine Pfeile mehr. Und in der Session muss ich mindestens 6 Trolle besiegen. Das ist eigentlich nicht normal. Ach ja je. Ich komme irgendwie jetzt nicht weiter jetzt. So, machen wir mal mit hier. So ganz ohne Pfeil. Nichts mehr übrig. Jetzt rennen die schöne Elfin einfach über den Haufen. Gibt's denn das? Stöhn hier mal nie so rum, ja Junge. Sonst mach ich gleich aus ihr Hackfleisch. So richtig eine Hackepierung, seht ihr? Da gibt sich dann nur noch ein Einzelteil. Richtig, das war schon mal der erste. Hier, Freunde, sammelt euch bei diesem Reihe-Sammel. Indeed. Und das ist der zweite. Jetzt muss er doch sterben, oder? Nee. Jetzt sterbe ich wieder. Jawohl. Juchi. Na klasse. Ja, sehr gut. Wichtiger Punkt. Hä? Schießen die jetzt auf uns? Da oben kommen auf jeden Fall Wachen oder so. Oh ne, die können wir nicht erreichen. Selbst wenn wir Munition hätten. Keine Ahnung, was jetzt hier uns erwarten wird. Oh, guck euch die Magma schmelzen da hinten. Das sieht doch geil aus, oder? Manchmal bekommt man doch, wenn man Herr der Ringe oder so schaut oder zockt, richtig Lust im Mittelalter zu leben und hier in die Kämpfe einzugreifen. Ah, Hilfe! Oh, alter Verwalter. Den haben wir schön umgekloppt. Puh, das war eng. Mal ganz ruhig, Brauner, ja? Wann hier gestorben wird, das bestimmt immer noch ich. Und wer stirbt, ebenfalls. Achso. Selbst gehauen. Ach ja. Aber vor denen habe ich schon Angst hier. Die haben es nämlich richtig auf dem Kasten. Aber man fühlt sich schon ein bisschen stolz, wenn man die hier ohne Spezialangriff so besiegt. So wie ich gerade eben. Obwohl ich habe einen Spezialangriff eingesetzt. Ganz am Anfang. Okay, jetzt bleibt nur noch hier der letzte. Wahrscheinlich kommt dann hier die Verstärkung. Nee. Oder kommen da von hinten welche? Ich habe immer noch Angst, dass die da oben lang gelaufen sind. Dass die jetzt irgendwie aus einer Felsspalte hervorgekrochen kommen. Nee, gibt nichts weiter. Weiter geht's ja. Ah, Hilfe! Boah, ich bin heute irgendwie recht schreckhaft. Goblins hier. Aber, hallo. Auf jeden Fall kommt da hinten so ein fettes Vieh und 3 Bogenschützen.
Und viele Goblins. Jawohl, ist doch schön, oder? So zum Donnerstagabend. Aua. Mal ein bisschen Goblins metzeln. Hier von Bogenschützen über den Haufen gerannt werden. Erster? Nee, immer noch nicht, verdammt. Egal, machen wir später. Jetzt ja. Okay, der ist auch dran. Und dann hätten wir das dann den großen Teil erledigt. Wie sieht's mit dem Dicken aus? Nee, der Dicke ist immer noch da. Und die Goblins kommen weiter. Alter, der hat an hier wieder voll umgekloppt. Und uns anscheinend jetzt auch gleich. Ah, nicht so mit zu spaßen. Nicht. Alter, der ist so mies. Vor dem müsst ihr wirklich Respekt haben, welche Figur das darstellen soll. Jetzt aus bekannten Herr der Ringe, vielleicht Hochanführer. Ah, das könnte natürlich sein. Ich will mal hier ein bisschen heilen, mich. Und er ist besiegt. Sehr gut. Alter, haben wir ein Schwert bekommen? Nee, aber Doppelschienbeinschützer. Nützt uns jetzt zwar sichtlich wenig und da hinten kommen wieder welche. Also ein weiterer Indiz, dass das hier noch nicht vorbei ist. Ach man, schon aufregend heute, oder? Ich laufe in die falsche Richtung. Also eigentlich an die richtige. Ich wollte noch ein bisschen Money haben. So, habe ich mir jetzt den Weg für Bibi gemacht? Ey, hä? 2 Münzen? Jawohl, ist ja klar. Na klasse. Alter, was schießen die hinein? Komm ich da auch hin? Ja. Ne, sinnlose Goblins, die festhängen. Kommt, weiter geht's hier. An meiner Seite. Also hier wurde schön geschlachtet. War das ein Zwerg oder so? Oh man, hier kommen Kriegshammer und so. Aber das wird uns sicher nichts nützen. Und oh, Alter, schaut euch das an. Manchmal sind die Orks schon richtig widerlich. Wir befinden uns jetzt jedenfalls hier am Ende des ersten Ganges. Oh man, hier sind Zwerglicht. Verdammt. Okay, also damit möchte ich hier eine weitere Folge, ich glaube die 17. oder so, beenden. Bin ich mir nicht richtig mitgekommen? Keine Ahnung, egal jedenfalls. Hoffe ich, es hat euch gefallen und jetzt wird es gleich wieder spannend, weil wir uns der Quelle aller Übel uns nähern, beziehungsweise das, was die Zwerge eigentlich erreichen wollen. Das wissen wir immer noch nicht und ich hoffe, ich werde es im nächsten Teil herausfinden. Ciao!